Also zunächst mal ist die Gesundheit natürlich das, was über allem steht. Wir können berichten, dass der Zuschauer, der Fan, der ziemlich schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde durch eine Silvesterrakete, die in dem Block explodierte, dass es dem mittlerweile relativ stabil geht. Es ist trotzdem eine sehr ernste Verletzung, eine Wirbelverletzung, die beim Sturz unmittelbar danach aufgetreten ist, und es ist auch noch nicht ganz klar, ob er das hier operieren muss oder noch transportfähig ist und nach Deutschland kann. Wir sind im Austausch mit der Lebensgefährtin und wünschen uns natürlich, dass das so glimpflich wie möglich am Ende für ihn ausgeht. Ansonsten haben wir mitbekommen, dass die Nacht ohne weitere Zwischenfälle verlaufen ist, und das ist in Anbetracht der Vorgeschichte und dessen, was wir gestern erlebt haben, ja immerhin schon mal eine gute Nachricht und mit Abstand das Wichtigste nach den letzten beiden Tagen. Also zunächst mal wurden unsere Befürchtungen hier schon ordentlich übertroffen. Wer sich mit Olympique Marseille beschäftigt, der weiß, was ihn hier erwartet bei Spielen wie dem gestern. Wenn man sich die Partien gegen PAOK Saloniki oder auch Feyenoord Rotterdam anguckt in der Vergangenheit, dann sind das schon vergleichbare Szenen gewesen. Wir haben damit gerechnet, aber es dann wirklich zu erleben, hat nochmal eine andere Qualität. Das ist ein Stück weit ein rechtsfreier Raum, den wir da feststellen mussten auf der Seite von den Olympique-Fans. Wir müssen einräumen, dass es auch in unseren Reihen welche gab, die das gerne angenommen haben, diesen rechtsfreien Raum, und die eben auch, natürlich nicht in diesem Ausmaße und in diesen Mengen, aber auch Böller, Leuchtspurmunition dabei hatten und das abgefeuert hatten. Das wird uns in den nächsten Tagen sehr viel mehr beschäftigen, weil wir natürlich mit unseren Vorstrafen und unserer Belastung bei der UEFA jetzt in sehr, sehr gefährliches Fahrwasser kommen, sowohl was die Bewährung mit dem Heimspiel oder dem Geisterspiel, der Bewährung aufs Geisterspiel angeht, als auch mit möglichen Folgen, die das für Auswärtsspiele haben kann. Zunächst mal haben wir natürlich ein förmliches Verfahren, das die UEFA jetzt anstrengen wird. Da hat man in der Regel, wenn man dann benachrichtigt wird, auch die werden noch eine Weile damit verbringen, die Masse an kleineren und größeren Vorkommnisse vollständig zu dokumentieren. Rund um dieses Spiel werden wir 6 Tage Gelegenheit haben, um Stellung zu nehmen zu den wie auch immer gearteten Vorwürfen, aber sie liegen auf der Hand. Und dann wird man abwarten müssen, was die UEFA in ihrer nächsten Regelsitzung, in der über sämtliche Verfehlungen in allen 3 Wettbewerben immer an einem Tag entschieden wird, zu unserer Causa entscheidet. Also in Sachen Hitlergruß, glaube ich, kaum einen Verein oder wenige Vereine, die ein so klares Werteverständnis und auch Abgrenzungsverständnis zu solchen Gedankengut, solchen Tendenzen zu Antisemitismus, Rassismus haben wie wir. Es steht völlig außer Frage, dass wir diese Nummer minutiös aufklären werden. Der Betreffende hat sich selbst proaktiv im Verlauf der ersten Halbzeit, wir haben das ja gestern auch schon bekannt gegeben, bei uns gemeldet, bestreitet das nachdrücklich, dass das eine solche Geste gewesen sein soll, und ob das wirklich eine glaubhafte Einlassung ist von ihm oder nicht, das werden wir im persönlichen Gespräch feststellen.